Wir stehen hier gerade im Stadtpark und wir haben gerade Fußball gespielt. Und es erinnert mich gerade an das Evangelium von heute, denn wir hören, wie dieser kranke Mann 30 Jahre lang an dieser Quelle sitzt und wartet, um geheilt zu werden. Das Problem aber, dass diese Quelle eigentlich ein heidnischer Ort war und dass die Juden eigentlich gar nicht dort sein durften. Das heißt, er hat 30 Jahre lang gesucht in der falschen Stelle für die Heilung. Und dann kommt Jesus vorbei und heilt ihn. Und genau so, das kann uns auch passieren in unserem Leben, dass wir den falschen Weg gehen, um zu unserem Ziel zu kommen. Wir alle sind auf der Suche. Alle Menschen sind auf der Suche irgendwie für Zufriedenheit und Glück und Freude und inneren Frieden. Aber die Frage ist, welchen Weg nehmen wir da? Und da zählt es nämlich nicht, dass der Weg das Ziel ist. Der Weg ist nicht das Ziel, das Ziel ist das Ziel. Und der Weg ist eben der Weg zum Ziel. Aber es ist nicht gleichgültig, welchen Weg ich einschlage. Wenn ich heute hier Fußball spielen möchte, im Stadtpark in Wien, dann muss ich halt den richtigen Weg gehen, um herzukommen. Es hilft nicht, in eine Einkaufszentrale zu gehen oder eine Kirche zu Fußball zu spielen. Das geht nicht. Und so ist es auch in unserem Leben. Es ist sehr wichtig, dass wir überlegen, welche Mittel nutze ich oder welchen Weg schlage ich ein, um zum Ziel zu kommen. Und für uns Christen heißt der Weg eben nicht irgendetwas, sondern es hat einen Namen. Jesus Christus. Ich bin der Weg. Und in der Fastenzeit geht es eben darum, dass wir überlegen, wie können wir besser auf diesen Weg gehen? Was tun wir, auf diesen Weg mehr gehen zu können? Wie kann ich mein Leben mehr das Seine angleichen, so auf seinem Weg zu gehen? Wie kann ich näher zu ihm kommen, sodass seine Kraft in mir waltet, dass er mir hilft, auf diesen Weg zu gehen? Und das wünsche ich euch und das wünsche ich auch mir selber, dass wir diesen Gedanken nicht aus dem Blickfeld verlieren, dass wir in unserer Suche sehr wohl überlegen, welchen Weg gehe ich, um zu diesem Ziel zu kommen.